und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, Aktuelle Stunde der Freien Demokraten. CDU bricht Wahlversprechen. Hessen blockiert die sichere Drittstaatenlösung 2097. Mit aufgerufen ist der Antrag 2061 der Freien Demokraten. Das Wort hat der Kollege Müller, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Bundestag hat am 18. Januar beschlossen, die Maghreb-Staaten und Georgien als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Hintergrund ist, dass die meisten Menschen, die aus dieser Gegend zu uns kommen, aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen und daher nur einige Asylanträge im Prozentbereich überhaupt anerkannt werden. Um die von vornherein aussichtslosen Verfahren zu beschleunigen, wird das Verfahren der Ausweisung von Staaten als sichere Herkunftsstaaten genutzt. Das führt nicht dazu, meine Damen und Herren, dass die Anhörung der Antragsteller verkürzt wird. Auch der Grundsatz der Einzelfallprüfung bleibt erhalten und auch unangetastet nach dem Beschluss des Bundestags. Lediglich, wenn kein Nachweis erbracht wird, dass eine Verfolgung im Heimatstaat droht, kann das Verfahren in der Folge schneller abgearbeitet werden. Zusätzlich wurde in dem Beschluss des Bundestags weitere Instrumente geschaffen, um besonders gefährdete Gruppen, z.B. Journalisten, Homosexuelle, die verfolgt werden, entsprechend zu schützen. Meine Damen und Herren, daher bleibt Deutschland und auch Hessen bei einem entsprechenden Beschluss weiter ein sicherer Zufluchtsort für Menschen, die Schutz vor Krieg, Terror und Verfolgung suchen. Wir können aber umgekehrt die Akzeptanz für unser Asylrecht nur dann aufrechterhalten, wenn diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind oder die in Deutschland Straftaten begangen haben, auch zurückgeführt werden. Dazu ist die Ausweisung von sicheren Herkunftsstaaten ein notwendiges Instrument, ein rechtsstaatliches Instrument, das Einklang zwischen Verfahrensvorgaben, Klagemöglichkeiten und Rückführungspflicht schafft. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch. Auch diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, wenn wir sie brauchen und wollen, sollen zu uns kommen können. Darauf fordern wir schon lange ein Einwanderungsgesetz, das entsprechend dafür auch die Voraussetzungen schafft. Leider ist das Vorhaben, weitere sichere Herkunftsländer auszuweisen, gerade auch die Maghreb-Staaten, schon 2017 an den Grünen gescheitert, und Gleiches droht auch jetzt. Ministerpräsident Bouffier hat gestern in seiner Regierungserklärung gesagt, es gehe um die Frage, wie wir Menschen aus Ländern, aus denen nur ein kleiner Bruchteil der Antragsteller Asyl gewährt bekommen, schneller in ihre Heimat zurückbringen können. Da hat er recht. Und ich habe auch einen ganz einfachen Punkt, wie Sie das schaffen können. Stimmen Sie am 15. Februar im Bundesrat dem entsprechenden Beschluss des Bundestages zu, und dann haben Sie es geschafft, dass wir diese Herkunftsstaaten ausweisen können. Heben Sie die Hand, machen Sie den Weg frei dafür, meine Damen und Herren. Die CDU und mit ihr die ganze Republik befinden sich bei diesem Thema in politischer Geiselhaft der GRÜNEN. Früher hätte ich gesagt, der Schwanz wedelt mit dem Hund. Heute bockt schon das ganze Hinterteil, meine Damen und Herren. Ich hätte mir gewünscht, dass sich die CDU an dieser Stelle durchsetzt, aber leider waren es die GRÜNEN. Deswegen gilt mein Appell an die GRÜNEN. Geben Sie endlich Ihre ideologische Blockadehaltung auf. Die breite Mehrheit der Bevölkerung, das zeigen alle Umfragen, zuletzt aus dem Januar, ist für die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten. Die breite Mehrheit im Bundestag ist dafür. In allen Landtagen gibt es eine Mehrheit. Verschonen Sie dieses Land mit Ihrer ideologischen Blockadehaltung. Machen Sie den Weg frei für eine vernünftige Asyl- und Innenpolitik, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen den Fall noch einmal herunterbrechen. Nehmen Sie einen marokkanischen Drogendealer, der einen Asylantrag gestellt hat. Er wird in Frankfurt im ersten Revier mehrfach wegen Dealerei verhaftet, kann aber nicht auf schnellem Weg in seine Heimat zurückgeführt werden, obwohl das Auswärtige Amt sagt, Marokko ist ein sicheres Land. Wie wollen Sie den Polizeibeamten vor Ort, wie wollen Sie den Menschen erklären, dass sich die GRÜNEN immer noch schützend vor auch diese Personen stellen und die Rückführung, die beschleunigt werden könnte, nein, eben nicht, wenn es nicht ein sicheres Herkunftsland ist, dann sind die Verfahren nach wie vor langwierig, Herr Bellino. Und genau das müssen wir ändern. Nein, für Straftäter eben nicht immer, das wissen Sie ganz genau. Und deswegen brauchen wir die sicheren Herkunftsländer aus den Maghreb-Staaten. Und, liebe GRÜNE, ich verstehe ja Ihre Sorge vor einer Aushöhlung des Asylrechts. Aber die Erfahrungen mit der Ausweisung der Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten zeigen doch, dass es genau dort gelungen ist, die Rückführungen zu beschleunigen, ohne dass die berechtigten Anträge in Zweifel gezogen werden. Genau da ist es doch gelungen.
Warum blockieren Sie es an weiteren Stellen, wenn alle Erfahrungen doch zeigen, und ich habe seitdem, die ausgewiesen sind, nichts von den GRÜNEN gehört, dass es hier zu massiven Verstößen gegen das Asylrecht gekommen ist. Dann geben Sie doch auch weiteren Ländern die Chance, hier ausgewiesen zu werden. Es geht um die Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung, die verloren geht, wenn sich Asylverfahren, die von vornherein aussichtslos sind, über Monate und Jahre hinwegziehen und Menschen hier leben und unterstützt werden, die absehbar keinen Anspruch darauf haben. Unser Ziel ist es, das Grundrecht auf Asyl zu gewährleisten, aber auch die Verfahren da, wo es möglich ist, zu beschleunigen. Und dafür brauchen wir die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten. Und, meine Damen und Herren, weil wir überzeugt sind, dass eine Mehrheit der Abgeordneten auch in diesem Haus diese Meinung teilt, beantragen wir erstens die direkte Abstimmung unseres Antrags und zweitens auch eine namentliche Abstimmung unseres Antrags. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat der Abgeordnete Richter, AfD-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der FDP-Antrag befasst sich leider nicht mit der Problematik der Rücknahme von Migranten durch ihre Herkunftsstaaten. Ebenfalls unerwähnt bleibt die Kooperation zwischen den Regierungen dieser Staaten und der Bundesrepublik Deutschland. Dies führt leider zu keinen Ergebnissen, sodass die Regierungen dieser Staaten die Lebensbedingungen ihrer Bürger nicht verbessern und damit die völkerrechtliche Verpflichtung zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber nur schleppend oder überhaupt nicht stattfindet. Lassen Sie mich aus dem FDP-Antrag zitieren. Dort heißt es, durch eine Neuregelung werden die Rückführungen aufgrund verkürzter Klage- und Ausreisefristen erleichtert. Meine Damen, meine Herren, jedem von uns müsse doch eines klar sein, eine Rückführung kann nur dann greifen, wenn diese Staaten die Menschen auch zurücknehmen. Die hohe Quote der Duldung von Migranten belegt anschaulich, wie ungelöst die Problematik der Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern ist. In Deutschland wird seitens der etablierten Parteien immer einzig von der Verantwortung der Deutschen gesprochen, nicht aber über die Verantwortung der Politiker vieler Länder, aus denen Menschen migrieren, und somit gibt es keinerlei Druck auf diese Länder, ihre eigene Politik zu verändern und Perspektiven für ihre Einwohner zu schaffen. Es muss klar sein, dass Deutschland nicht in der Lage ist, dies alles aufzufangen und eine gesellschaftliche und parlamentarische Debatte darüber stattfinden muss. Es war uns wichtig, dies hier zu thematisieren, um klarzumachen, dass sich selbst bei einer Zustimmung Hessens im Bundesrat die Situation ohne weitere Maßnahmen kaum verändert. Die Aufforderung der FDP, die grüne Blockadehaltung im Bundesrat zu beenden, um endlich politisch handlungsfähig zu werden, kann von uns allerdings nur unterstützt werden. Hier komme ich nun zum zweiten Punkt des Antrags, der mit Verlaub gesagt schlicht überflüssig ist. Meine Damen, meine Herren, der zweite Punkt entspricht umgangssprachlich dem § 29a Asylgesetz. Wir stimmen diesen zwar mit ab, tangiert wird das bestehende Gesetz dadurch allerdings natürlich nicht. Nun möchte ich noch etwas sagen zu gebrochenen Wahlversprechen der CDU. Neu ist das nicht. Die Wahrheit ist, dass zwischen Reden und Handeln Welten liegen. Aber das ist nicht allein das Problem der CDU. Es ist vielmehr Ursache für die Politikverdrossenheit vieler Bürger und Grund dafür, dass es heute keine Volksparteien mehr gibt. Auch wenn SPD und CDU sich noch als solche bezeichnen, für uns fällt das unter die Kategorie Fake News. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Astrid Wallmann, CDU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eines vielleicht vorweg zu dieser Debatte. Ich glaube nicht, dass wir heute hier einen größeren Erkenntnisgewinn miteinander haben werden. Denn zum einen haben wir die Debatte ja schon des Öfteren hier in diesem Hause geführt. Und zum anderen sind auch die Positionen, auch die der Koalition, hinlänglich bekannt. Insofern ist auch allen Beteiligten klar, dass wir als CDU natürlich das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten für richtig halten und wir auch, Herr Müller, zu Ihnen komme ich gleich noch, und wir auch die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, der drei Maghreb-Staaten und Georgien auch befürworten. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir es für richtig halten, dass Asylverfahren beschleunigt werden, insbesondere in den Ländern, in denen eben eine sehr geringe Anerkennungsquote nachweislich vorliegt. Ich will das kurz nennen. Im Jahr 2018 war das Georgien die Anerkennungsquote bei 0,3 %, Tunesien 1,9, Algerien 1,2 und Marokko 2,3 %. Insofern ist es auch richtig, dass im Bundestag ein entsprechender Beschluss auch mit Stimmen der CDU gefasst worden ist. Es ist natürlich, das ist eben auch ausgeführt worden, natürlich nicht so, dass man durch die Einstufung zu sicheren Herkunftsstaaten, dass dort keine Asylanträge mehr angenommen werden. Es ist ja auch durch die Anerkennungsquote, auch wenn sie gering sind, eben klar, dass man auch einen Schutzstatus erlangen kann, wenn man eben entsprechende Gründe vorbringen kann. Fakt ist aber nun einmal auch, dass wir innerhalb der Koalition unterschiedliche Auffassungen in dieser Frage haben. Insofern, das ist zwar jetzt eben nur von der AfD in der Rede benannt worden, bei der FDP ist es nicht genannt worden, steht aber in der Überschrift der Aktuellen Stunde, dass wir ein Wahlkampfversprechen gebrochen hatten. Also, da würde ich mal ein bisschen abrüsten, weil es ist relativ normal, das sollten Sie auch wissen, dass man selbstverständlich in einem Wahlkampf seine Positionen vertritt. Das ist, finde ich, ein ganz normales Vorgehen. Und wenn man am Ende eine Koalition bildet, ist es halt nicht so, dass Standpunkte automatisch ein gemeinsamer werden. Also, wie Sie da von einem Wahlkampfversprechen sprechen können, das gebrochen worden ist, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und eines ist mir auch noch einmal ganz wichtig, hier zu betonen. Selbstverständlich, das finde ich, gebietet auch der respektvolle Umgang untereinander innerhalb einer Koalition. Selbstverständlich respektieren wir auch die Argumentation und die Gründe der GRÜNEN zu ihrer Haltung. Das gehört sich einfach so. Und Ministerpräsident Bouffier hat selbst auch 2013 den Satz geprägt, man muss manchmal sich auch in die Position des anderen und seine Sichtweise hereindenken, um vielleicht deren Position auch nachzuvollziehen. Es ändert nichts daran, dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber ich finde, das gehört im Miteinander, insbesondere wenn man gut zusammenarbeitet, eben auch dazu. Und Herr Müller, Sie haben eben Herr Müller, Sie haben eben davon gesprochen, ich habe mir das mal so kurz aufgeschrieben, es seien irgendwie alle Landtage dafür. Ich würde gerne Sie zumindest jetzt gerne mal auch die Haltung der FDP kurz in Augenschein nehmen. Ich darf Ihnen kurz mal zwei Sätze zitieren. Sofern in Fragen, die nach Auffassung eines Koalitionspartners von grundsätzlicher Bedeutung sind, eine Einigung nicht erzielt werden kann, wird sich das Land ihrer Stimme enthalten. Herr Müller, ich weiß jetzt nicht, ob Sie wissen, wo das steht. Sie ahnen es vielleicht. Es ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP in unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz, in dem Sie mitregieren. Ich darf Ihnen noch einen Satz zitieren. Bei der Frage der Einstufung von Staaten als sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Artikel 16a Grundgesetz haben die Koalitionspartner unterschiedliche Auffassungen. Dies wird sich im Abstimmungsverhalten im Bundesrat widerspiegeln. Wissen Sie, wo das steht? Wissen Sie, wo das steht? Das steht im Koalitionsvertrag der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein, in der Sie ja auch mitregieren. Da wird es ja jetzt am Ende auch interessant. Wissen Sie, Sie kritisieren am Ende ein Abstimmungsverhalten und auch ein Verfahren, das Sie ja selbst in Regierungsverantwortung so ja auch praktizieren. Herr Müller, und eines will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ich finde persönlich, wir können das ja gleich bilateral, lassen Sie mich mal kurz ausreden. Ich finde am Ende, Maßstäbe, die man an andere anlegt, die müssen dann auch für einen selber gelten. Sonst wird man unglaubwürdig in einer solchen Frage.
Wissen Sie, Sie fordern von uns ein Abstimmungsverhalten, was Sie selber gar nicht durchsetzen und selber so gar nicht leben. Und vielleicht noch ein Hinweis auch. Jüngst, im März 2018, haben Sie, weil Sie jetzt ja auch namentliche Abstimmung verlangt haben, die uns übrigens auch nicht Probleme bereitet, das ist alles kein Problem, Sie haben im März 2018 im Rheinland-Pfälzischen Landtag einen Antrag der CDU, die nämlich die Ausweitung gefordert hat, ja selbst als FDP abgelehnt. Haben Sie abgelehnt? Also, Frau Kollegin Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Also, die Intention Ihres Antrags ist ja offenkundig. Sie ist sehr offenkundig. Ich hoffe, Sie haben nicht dem Irrglauben erlegen, dass Sie glauben, dass Sie irgendeine Dissonanz in diese Koalition reinbringen, die vertrauensvoll zusammenarbeitet. Das funktioniert nicht. Sie haben ja den Antrag jetzt sogar zweimal heute hier eingebracht. Frau Kollegin Wallmann, sind Sie so lieb? Sei so lieb. Wir können noch mehr solche Anträge einbringen. Es wird aber nichts daran ändern, dass wir gut, vertrauensvoll und respektvoll miteinander zusammenarbeiten. Vielen Dank, Frau Kollegin Wallmann. Das Wort hat die Frau Abg. Sönmez, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Also, ich muss erst einmal vorab ein Missverständnis aufklären, glaube ich. Denn, zum einen, in einem Antrag moniert die FDP, ich zitiere, die CDU bricht Wahlversprechen, Hessen blockiert sichere Drittstaatenlösung. Und in einem anderen werben sie um die Zustimmung im Bundesrat, Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Aber mit sicheren Drittstaaten sind die Staaten gemeint, in die man nach der Genfer Flüchtlingskonvention Menschen sozusagen zurückabschieben kann, wenn sich herausstellt, dass sie aus diesen Ländern gekommen sind. Sichere Herkunftsstaaten sind diejenigen, die durch Beschluss zu solchen erklärt wurden. Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern werden grundsätzlich als unbegründet abgelehnt. Da ja die sichere Drittstaatenlösung nirgendwo debattiert wird und es sich hier auch herausgestellt hat, dass Sie über die Maghreb-Staaten reden wollen, und es Ihnen darum geht, Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, bleiben wir jetzt bei diesem Thema. Wie Sie jedoch reinen Gewissens so etwas fordern können, ist für mich nicht nachvollziehbar, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Denn Menschenrechtsverletzungen wie Folter in Gefängnissen, Verfolgung von Homosexuellen, willkürliche Festnahmen, Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten, Einschränkung der hier so hochgepriesenen Meinungs- und Pressefreiheit, Verfolgung religiöser Minderheiten sind in diesen Ländern nach wie vor tagtägliche Realität. Amnesty International berichtet übrigens regelmäßig über Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern. Hätten Sie sich eindringlicher mit dieser Sache beschäftigt, wären Sie vielleicht auch darauf gestoßen. In Algerien wurden im Jahre 2017 z.B. friedliche Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen, weil sie auf Missstände in ihrem Land aufmerksam machen wollten. Homosexualität ist in diesen Ländern nach wie vor noch ein Straftatbestand. Wie kann man angesichts dieser Tatsachen behaupten, es sei dort keine Verfolgung zu befürchten? Das ist mir schleierhaft. Also, ich finde, es ist ein Armutszeugnis. Es ist ein Armutszeugnis, dass Sie diese eindeutigen Tatsachen ignorieren und nach wie vor vehement versuchen, alternative Fakten zu schaffen, um Ihre rassistische Gesinnung, will ich mal sagen, zu rechtfertigen. Anstatt sich um die tatsächlichen Probleme in diesem Land zu kümmern, wird wieder einmal auf dem Rücken nämlich der Flüchtlinge und der Menschen in Not Stimmungsmache betrieben. Frau Kollegin, darf ich Sie darauf hinweisen, die Formulierung rassistische Gesinnung gegenüber einer Fraktion, einem Kollegen, die muss ich zurückweisen, die muss ich rügen. Bitte wägen Sie Ihre Worte etwas genauer. Ich nehme diese Aussage zurück.
Es ist aber immer wieder dasselbe Spiel. Es ist immer wieder dasselbe Spiel. Um von den eigentlichen Ursachen der Probleme in diesem Land abzulenken, wird Stimmungsmache betrieben über Menschen in Not. Das kann ich ja wohl noch sagen. Doch warum gibt es diesen Begriff der sicheren Herkunftsstaaten überhaupt? Wir wollen einmal kurz erinnern. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten wurde in den 90ern eingeführt, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer Zeit, in der die Stimmung ähnlich rassistisch wie heute aufgeladen war und wo es zu Pogromen. Frau Kollegin, ich bitte Sie noch einmal die Formulierung. Frau Kollegin, ich bitte Sie noch einmal die Formulierung rassistisch. Moment mal, fangen Sie nicht an, mit mir zu diskutieren. Mit dem Präsidenten wird nicht diskutiert. Ich bitte Sie, die Formulierung rassistisch und Rassismus nicht in diesem Zusammenhang zu gebrauchen. Okay, okay. Ich kann es auch anders formulieren. Ich kann es auch anders formulieren. Ich kann auch sagen, in der die Stimmung rechtsradikal aufgeladen war. In einer Zeit, in der die Stimmung rechtsradikal aufgeladen war, und das ist nicht zu leugnen, wo es zu rechtsradikalen Pogromen in den Städten Mölln und Solingen kam. So, in so einer Zeit wurde dieser Kompromiss geschlossen. Im Rahmen dieses sogenannten Asylkompromisses wurde dieses Konzept der sicheren Herkunftsstaaten zwar eingeführt, hatte aber weitreichende Folgen für diese Menschengruppe. So wird der Rechtsschutz nämlich von diesen Menschen massiv eingeschränkt, und es kommt zu massenhaften, ungerechtfertigten Ablehnungen der Asylanträge. Für den Widerspruch gibt man diesen Menschen nur eine Woche Zeit, eine Woche Frist, damit sie Widerspruch einlegen können. Außerdem merken Sie ja an, dass auch bei Anerkennung als sicherer Herkunftsstaat jeder Einzelfall genau geprüft wird und das Grundrecht auf Asyl damit weiterhin gewährleistet ist. Ich sage Ihnen aber, das Gegenteil ist der Fall. Bei Asylsuchenden aus diesen Ländern werden die Anträge mit der Begründung des sicheren Herkunftsstaates nämlich als unbegründet abgelehnt, wie uns allen bekannt ist. Zwar kann der Antragsteller Tatsachen vorbringen, die das Gegenteil beweisen, es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass er damit durchdringt. Schließlich werden, wie gesagt, Eilverfahren stattfinden, und bestimmte Textbausteine des BAMF tun ihr Übriges dazu, wenn es um Menschenrechte, wenn es um Menschen aus diesen sogenannten sicheren Herkunftsstaaten geht. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Daher sagen wir, das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten müssen insgesamt abgeschafft werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin, ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen. Satz noch. 2%, das muss man sich vor Augen führen, 2% der Antragsteller stammen aus diesen Ländern. Und das soll jetzt die phänomenale Zeitersparnis der Behörden hier in unserem Land bringen. Das wage ich auch sehr zu bezweifeln. Vielen Dank. Frau Kollegin, herzlichen Dank. Ich will noch einmal darauf hinweisen, Begriffe wie rassistisch und so weiter sind nicht parlamentarisch hier in diesem Hause. Meine Damen und Herren, wenn es sich gegen eine Fraktion oder einen Kollegen richtet, lassen Sie mich doch aussprechen. Ich bin gar nicht gewohnt, dass DIE LINKE mich kritisiert in diesem Haus. Würde ich auch nicht zulassen. Ist auch in Ordnung. Also, damit wir uns da einig sind. Das war die erste Rede der Kollegin, und wir gratulieren Ihnen zu dieser ersten Rede. Jetzt hat der Kollege Bocklet das Wort, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegen von der FDP, vorneweg zu sagen, wir haben mit dieser Aktuellen Stunde der FDP einen weiteren durchsichtigen Versuch, diese Koalition zu entzweien. Und lassen Sie mich in aller Gelassenheit vorab benennen, es ist ein untauglicher Versuch. CDU und GRÜNE sind zwei unterschiedliche Parteien, die auch hin und wieder unterschiedliche Positionen haben. In einer Koalition gibt es Kompromisse. Dort gibt es einen Koalitionsvertrag. Ein Koalitionsvertrag ist immer ein Kompromiss, in dem von beiden Seiten von ihren programmatischen Ansprüchen Absprüche gemacht werden müssen. Wer das tut, meine sehr verehrten Damen und Herren, bricht keine Versprechen, sondern übernimmt Verantwortung. Verantwortung für dieses Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und um es noch einmal zu betonen, wer allerdings schon vor Koalitionsverhandlungen die Flucht ergreift, sollte sich im Nachhinein nicht einen moralischen Zeigefinger erlauben, meine sehr verehrten Damen und Herren.
sehe das Kopfschütteln meiner Kollegen der FDP. Sie haben sich große Verdienste um Fluchtreflexe erworben, ob Herr Lindner oder Sie in Hessen, noch lange bevor Sie überhaupt in die Situation gekommen sind. Überhaupt in die Situation gekommen sind, Kompromisse zu schließen, haben Sie sich doch schon vom Acker gemacht. Ihnen ist doch lieber die Weiße Weste recht, als Verantwortung zu übernehmen. Das nennt man Fundamentalopposition. So ist die Bezeichnung dafür. Ich freue mich, dass wir den Kollegen Lenders geweckt haben. Zweitens. Wir haben großen Respekt vor anderen Positionen, auch die der CDU. Man kann dieses Thema mit Fug und Recht intensiv diskutieren. Man kann auch zu anderen Antworten kommen, als dass wir das tun. Aber aus Sicht der GRÜNEN im Landtag sind keine neuen Argumente für diese Ausweitung sogenannter sicherer Herkunftsstaaten auf nordafrikanische Länder hinzugekommen. Seit das Thema zuletzt auch im Bundesrat besprochen wurde, im Gegenteil, es kommen mittlerweile sehr viel weniger Flüchtlinge aus diesen Ländern. Über ihre Anträge wird schon schneller entschieden. Die Rückführungen finden schneller statt. Viele Argumente, die für die Einstufung als sichere Herkunftsländer angeführt wurden, fallen aus unserer Sicht weg. Darüber kann man eine andere Meinung haben. Aber lassen Sie uns doch über Fakten sprechen. Der neueste Bericht des UHW von diesem Monat und der Ausschuss für Heimatvertriebene und Wiedergutmachung für die Neulinge, gerne auch nachzulesen, besagt folgende Zahlen. Die Herkunftsländer von Einwanderinnen und die einen Erstantrag für Asyl gestellt haben, aus Algerien für Hessen im Dezember 2018 11 Personen, aus Marokko 14 Personen, aus Tunesien 0, aus Libyen 0. Wir sehen also, wer dieses Thema zu einer hohen Relevanz hochstilisiert, der sollte darüber nachdenken, wessen Geschäft er hier machen will, Herr Kollege von der FDP. Für echte Lösungsvorschläge, und wir wissen um das Problem, das sich so darstellt, dass wir drei Phasen haben. Die Frage wird sein, wie schnell sind die Verfahren? Und dort haben wir eine extreme Verbesserung. Sie erinnern sich noch, vor drei, vier Jahren hatten wir Verfahrensdauer bei der Asylrechtsprechung bis zu 24 Monaten. In Hessen ist die aktuelle 2,7 Monate. Wir haben schnellere und faire Verfahren, und wir haben auch dafür im Koalitionsvertrag hinterlegt, dass wir einen unabhängigen Verfahrensbeistand wünschen, auch dass diese Verfahren schneller und rechtssicher sind. Und wir setzen uns auch dafür ein, dass es Rückführungsabkommen gibt, sodass die Menschen, die hier kein Recht auf Bleiberecht haben, auch tatsächlich schneller zurückgeführt werden können. Das ist Aufgabe der Bundesregierung und der EU. Auch dort gibt es noch große Defizite. Aber wir glauben, dass dieses Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten nicht dazu führen wird, all diese Probleme zu lösen. Wir kämpfen dafür, und wir sind dafür auch bereit zu diskutieren, dass es Verbesserungen gibt. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn andere Länder wie Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz sich darauf einigen, sich im Bundesrat zu enthalten, unter aktiver Mitwirkung der FDP, dann müssen Sie als hessische FDP nicht immer die rechteste Variante Ihrer Auslegung Ihrer Partei machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Herr Rock, Sie haben sich beschwert, Sie haben sich in den Zeitungen beschwert in der letzten Woche, dass Sie da im Plenum wohl falsch sitzen würden. Wenn Sie sich umdrehen würden, würde hinter Ihnen nur AfDler sitzen. Herr Rock, ich kann Ihnen nur den Rat geben, passen Sie auf, dass man nicht in einem Jahr sagen wird, Sie sitzen genau richtig an dieser Stelle. Danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Darf ich Sie, meine Damen und Herren, etwas um Aufmerksamkeit bitten? Es ist etwas ein rauer Ton eben in dieser Aktuellen Stunde. Ich darf Sie alle bitten, sich wieder ein bisschen zu beruhigen. Und der Kollege Schäfer-Gümbel wird sicherlich auch einen Beitrag jetzt dazu leisten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, das werden wir noch sehen. Lassen Sie mich. Bist du jetzt erst zur Geschäftsordnung? Ich kann auch warten. Herr Kollege Rock, das können Sie danach machen, das wissen Sie. Ja, gut. Also, jetzt hat der Kollege Schäfer-Gümbel das Wort. Bitte. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Einstufung der sogenannten Maghreb-Staaten und von Georgien als sichere Herkunftsstaaten ist hochkontrovers und eine der am meisten diskutierten Entscheidungen in der Migrationspolitik der letzten Jahre. Lassen Sie mich versuchen, aus meiner Sicht ein paar Fragen in der Sache aufzurufen.
ist der Gesetzentwurf zur Einstufung der Maghreb-Staaten und Georgiens ein abschließender Schritt zur Steuerung und Ordnung in der Migrationspolitik, wie häufig suggeriert? Die Antwort lautet Nein. Ist das der entscheidende und abschließende Schritt, mit dem wir sicherstellen, dass Menschen, die keinen Anspruch und letztlich keine Chance auf Schutz haben, gewiss nicht hierher kommen, wie das auch suggeriert wird? Die Antwort lautet Nein. Das müssen wir feststellen, wenn wir ehrlich miteinander umgehen. Ist das jetzt ein Grund, aufzutrumpfen oder Genugtuung zu empfinden und euphorisch zu sein, weil uns das gelingt? Die Antwort lautet auch Nein. Ist das aber andererseits, wie suggeriert wird, die Abschaffung des individuellen Anspruchs auf Asyl? Die Antwort lautet ebenfalls Nein. Ich plädiere für mehr Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in dieser Diskussion. Das wäre bei einem so hoch emotionalen und hochkontroversen Thema angezeigt. Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Grundgesetzänderungen einschließlich der Frage der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten auf den Asylkompromiss von 1992 zurückgeht und 1993. Und viele auch in meiner Partei haben sich mit diesem Kompromiss sehr schwer getan. Ich selbst habe am 16. November 1992 vor dem SPD-Bundesparteitag gegen diesen Asylkompromiss protestiert und habe erlebt, wie meine eigene Parteiführung damals unter Björn Engholm und Oskar Lafontaine mit Wasserwerfern versucht hat, diesen Protest vom Gelände des Parteitags abzuhalten. Und dennoch werbe ich heute für die Zustimmung. Die Anerkennungsquoten sind in diesen Ländern sehr gering. Darauf habe ich in den letzten Debatten eindringlich hingewiesen. Der Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag beschlossen haben, bedeutet, dass Verfahren durch das Gelten einer Vermutungsregelung beschleunigt werden. Das ist das erklärte Ziel und aus unserer Sicht auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz mit Blick auf viele der Rückmeldungen, die wir aus unseren Wahlkreisen haben. Diese Vermutungsregelung bedeutet, dass wir davon ausgehen, das muss so deutlich ausgesprochen werden, dass die Anträge im Regelfall unbegründet sind. Ja, das bedeutet auch eine Umkehr der Beweislast und in diesem Verfahren keine Erleichterung für Asylantragsteller. Auch das muss klar formuliert werden. Es ist eine Erschwerung, aber wir haben uns bewusst in der Koalition dafür entschieden, weil die Frage der Arbeitsmigration auch und gerade aus diesen Ländern nicht im Asylrecht geregelt werden kann. Dazu brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das auch kommen wird. Gleichwohl aber hat jede und jeder Einzelne die Möglichkeit, in einer regulären Anhörung diese Regelvermutung zu widerlegen. Es ist eben nicht so, dass der Asylanspruch eines jeden oder einer jeden aus den Maghreb-Staaten und Georgien abgewehrt werden soll. Das widerlegen im Übrigen, da widerspreche ich der LINKEN ausdrücklich, auch die Zahlen. Schauen wir uns einmal den Westbalkan an. Nach der Einführung des Instituts der sicheren Herkunftsstaaten ist die Zahl der Anerkennungen im Westbalkan nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, sie ist teilweise sogar gestiegen. Ist die Ausweitung des Instruments, wie von Janine Wissler gestern behauptet, ein Signal an Homosexuelle, die verfolgt werden oder im Einzelfall auch gefoltert werden? Das wäre ein schwerwiegendes Argument, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Aber der Gesetzentwurf, und es gibt Menschenrechtsverletzungen in diesen Staaten, es gibt Verfolgung von Homosexuellen, sieht ausdrücklich vor, dass diese Personengruppen eine besondere Rechtsberatung bekommen in dem Verfahren, und zwar nicht nur im Begründungsteil des Gesetzes, sondern ausdrücklich im Gesetz. Und das halte ich für einen großen Fortschritt. Ich komme zum Ende. Ich hätte es mir heute sehr leicht machen können, auch mit Blick auf die Debatte zu gestern, über die taktischen Aufstellungen zu reden. Aber ich glaube, dass ein wesentlicher Beitrag zur Versachlichung der Debatte ist, wenn man darüber redet, was dieser Gesetzentwurf vorsieht. Und der Respekt, der eben eingefordert wird, wird hoffentlich dann auch von allen wechselseitig gelten. Wir werden jedenfalls aus der inhaltlichen Begründung heraus dem Antrag der FDP heute zustimmen.
Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort für die Landesregierung hat die Frau Staatsministerin Puttrich. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf erst einmal dem Vorredner dafür danken, Herr Schäfer-Gümbel, dass Sie den Sachverhalt in dieser Klarheit so dargestellt haben, wie es ist. Deshalb brauche ich zu dem Inhalt auch nicht mehr viel sagen. Es geht hier im Kern darum, wie Verfahren verkürzt werden für diejenigen, bei denen die Anerkennungsquote sehr niedrig ist, aber ohne den individuellen Schutz infrage zu stellen. Das ist richtig. Aber was die FDP heute hier machen möchte, ist ja nicht inhaltlich zu diskutieren, sondern sie wollen die Landesregierung vorführen. Sie wollen sie vorführen, indem sie einen Keil reintreiben wollen und so tun wollen, als wären wir hier an der Stelle spaltbar. Die Landesregierung arbeitet aufgrund eines Koalitionsvertrages. Dieser Koalitionsvertrag ist verantwortungsvoll ausgehandelt worden. Dieser Koalitionsvertrag ist die Basis unseres Handelns. In diesem Koalitionsvertrag steht auch klar drin, dass es hier unterschiedliche Positionen gibt. Das ist in der Tat so. Da brauchen wir auch gar kein Geheimnis daraus machen. Der Ministerpräsident hat es gestern ja auch bei der Regierungserklärung angesprochen. Und dazu stehen wir auch. Wir haben unterschiedliche Positionen in den Bereichen CDU und GRÜNE. Und das führt dazu, dass wir unterschiedliche Bewertungen haben. Das spiegelt sich dann, bildet sich dann auch im Abstimmungsverhalten zum Bundesrat wieder. Aber lassen Sie mich an der Stelle dann dennoch ansprechen, Herr Müller, wenn Sie eben von Ihrer Seite her so versuchen, das zu polarisieren für Hessen, ist mehrmals angesprochen worden. Unser Verhalten, unser Abstimmungsverhalten ist eines, das bei anderen mitregierten Ländern, wo die FDP dabei ist, genauso ist. Sei es Schleswig-Holstein, sei es Rheinland-Pfalz, sei es aber auch in Ländern, in denen die SPD mitregiert, sei das in Bremen oder sei das in Hamburg. Das muss man zur Ehrlichkeit ja nur mal an der Stelle auch dazu sagen. Und lassen Sie mich an der Stelle mal einen kurzen Satz zur AfD sagen. Wissen Sie, wenn Sie glauben, dass was im Wahlprogramm drinsteht, wenn es nicht 100% abgebildet ist und sich dann widerspiegelt, dann haben Sie Demokratie nicht verstanden. Dann haben Sie Demokratie nicht verstanden, weil nämlich Demokratie darin besteht, dass man Mehrheiten bildet, dass man Koalitionen bildet und selbstverständlich dann auch die Parteien, die Regierung bilden, Kompromisse machen. Und da kann ich Ihnen sagen, üben Sie Demokratie, das würde gut tun. Insofern, sehr geehrte Damen und Herren, ja, es ist so, die Anerkennungsquoten sind niedrig. Es ist so, dass die Regierung in diesen Bereichen unterschiedliche Bewertungen hat. Das wird sich entsprechend im Bundesrat abbilden. Aber mir wäre eigentlich lieber gewesen, wenn die FDP hier ordentlich und inhaltlich diskutiert hätte und nicht versucht hätte, rein Stimmung zu machen. Weil dann machen Sie eins, dann spielen Sie das Spiel der Populisten, und Sie schüren eine Verunsicherung. Weil eins haben wir an der Stelle, wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass die Bevölkerung sieht, dass wir um gute Lösungen ringen. Wir ringen um gute Lösungen, dass man sieht, dass Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, ein schnelles Verfahren haben und schnell entschieden wird. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir sind am Ende der Debatte. Der Kollege Rock, der Vorsitzende der FDP-Fraktion, hat ums Wort gebeten nach § 81 unserer Geschäftsordnung. Ich will das hier noch einmal vortragen. Persönliche Bemerkungen sind nach Schluss der Beratung möglich, vor der Abstimmung. Die persönlichen Bemerkungen dürfen die Dauer von 5 Minuten nicht überschreiten. Das Mitglied des Landtags darf nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Bitte sehr, Kollege Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Markus Bocklet hat mich persönlich angesprochen, hat mich persönlich versucht, in eine rechte Ecke zu stellen und hat persönlich versucht, mich mit einer Nazikeule hier mundtot zu machen. Das finde ich unerhört, Herr Bocklet. Ich bin seit 11 Jahren Abgeordneter in diesem Haus. Sie kennen mich seit 11 Jahren persönlich. Das ist eine Entgleisung, die ich mir so nicht gefallen lasse. Sie diskreditieren hier mich und meine gesamte Fraktion persönlich. Das finde ich unerhört. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie das auch in angemessener Weise richtigstellen, weil das ein persönlicher Angriff ist, den ich so nicht hinnehmen möchte. Wir haben sehr lange über den Stil in diesem neuen Landtag gesprochen. Wir haben uns unglaublich lange darüber auseinandergesetzt, wie denn hier manche Fraktionen auftreten werden. Dass gerade aus Ihrer Fraktion und Sie persönlich diesen Anlass hier geben, das macht mich besonders
erschüttert mich in besonderer Weise. Und die Situation, die Sie beschrieben haben, dass ich hier sitze, dass ich genau an dieser Stelle sitze, haben Sie mit Mehrheit durchgesetzt gegen unseren Willen. Um mir das jetzt persönlich vorzuwerfen, ist unfassbar perfide. Und dann, liebe Kollegen, dieser eine Sitz würde nach Hare Niemeyer hier drüben bei der AfD sitzen. Sie haben sich diesen Sitz unter den Nagel gerissen, und darum sitze ich da und nicht hier drüben vor meiner Fraktion. Wegen Ihnen. Ich glaube, das reicht. So, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Kollege Rock, für diese persönliche Erklärung. Wenn der Kollege Bocklet dazu etwas sagen will und das klarstellen will, dann gebe ich ihm jetzt dazu das Wort, aber auch nur dazu. Der Herr Rock zitiert mich falsch. Gestatten Sie mir zunächst einmal zu sagen, was ich gesagt habe. Sie haben sich in den letzten Tagen in der Presse kritisiert, dass Sie an der falschen Stelle sitzen. Ich habe daraufhin gesagt, passen Sie auf, dass man in einem Jahr nicht sagen wird, Sie sitzen genau an der richtigen Stelle, wenn es dazu führt, dass bei Ihnen die Assoziation auslöst. Entschuldige, ich bin noch nicht fertig. Halten Sie mal eine Sekunde noch die Luft. So, wenn es dazu führt, dass Sie sich. Wenn es dazu führt. Herr Kollege Bocklet, ich bitte doch jetzt in einem vernünftigen Stil hier Ihren Beitrag zu leisten. Dann halten Sie die Luft an, ist kein vernünftiger Stil. Ich habe Ihnen hier in etwas modifizierter Form der Geschäftsordnung die Möglichkeit gegeben, das klarzustellen mit dem Kollegen Rock. Ja, dann machen Sie das bitte in vernünftiger Art und Weise. Ich habe also mein Zitat richtiggestellt. Ich bedauere, wenn Sie damit in Verbindung bringen, dass es eine Nazi-Keule ist oder eine Rechtsetzung mit einer rechtsextremen Partei. Dieses Missverständnis bedauere ich zutiefst. Habe ich auch nicht so gesagt. Ich meine es auch nicht so. Danke schön. Vielen Dank. Herr Kollege Lambrou zur Geschäftsordnung. Eine persönliche Erklärung abgeben. Also Sie können jetzt keine persönliche Erklärung dazu abgeben. Sie können zur Geschäftsordnung das Wort bekommen. Also die AfD ist nicht als rechtsextreme Partei jetzt eben hier bezeichnet worden. Nein, Sie können auch keine persönliche Erklärung jetzt abgeben. Der Kollege Rock hatte sich rechtzeitig für eine persönliche Erklärung gemeldet, hat sie korrekt hier vorgetragen. Der Kollege Bocklet hat die Sache aus der Welt geschafft. Und damit ist das jetzt erledigt. Und wir kommen jetzt erst einmal zur Abstimmung, in namentlicher Abstimmung. Und dann sehen wir weiter. Fange ich an? Okay, ich fange an. Du fängst an. Ja, okay. So, ich bitte, dass auch die Kollegen ihre Plätze einnehmen. Wir rufen jetzt die Namen auf, und ich bitte, meine Damen und Herren, bitte sehr deutlich und klar mit Ja, Nein oder Enthaltung sich zu äußern, damit wir es auch mitbekommen. Bitte sehr, die Frau Kollegin Wallmann beginnt. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders. Nein. Lena Arnold. Nein. Sabine Bächle-Scholz. Nein. Dirk Bamberger. Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, nein. Christiane Böhm, nein. Karl Bolldorf, ja. Volker Bouffier ist auch nicht da. Doch, Entschuldigung, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büker,
Thailand Burku, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gav, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Fulda, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Ralf Kahnt, Entschuldigung, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kaas-Eckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Jörg Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Bromny, Janki Pürschün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günter Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Pankewitz, Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sömnes, Frank Steinratz,
Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulloth, Tobias Utter, Joachim Fey-Hellmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke. Darf ich das noch mal? Meine Damen und Herren, ich habe die herzliche Bitte, sagen Sie doch etwas lauter Ja oder Nein oder Enthaltung. Ich meine, die zwei Schriftführerinnen sind ja junge Leute, die hören eigentlich noch ganz gut, bei mir ist das anders. Aber trotzdem ist einiges hier nicht mehr zu verstehen. Die herzliche Bitte, das wird doch jeder noch können, von den 137 Mitgliedern des höchsten Verfassungsorgans unseres Landes, Ja, Nein oder Enthaltung zu sagen. Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler. Nein. Machen Sie gerade die nächste Seite, ist ja nur einer. Ach so. Turgut Yüksel. Ja. Meine Damen und Herren, hat jeder seine Stimme in namentlicher Abstimmung hier abgegeben? Das ist der Fall. Dann bitte ich auszuzählen.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte wieder Platz. Ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. Wurden abgegeben 134 Stimmen mit Ja für den Antrag der Freien Demokraten 57, mit Nein 77. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, bevor wir in den nächsten Tagesordnungspunkt gehen, darf ich Ihnen noch mitteilen, dass verteilt ist bei Ihnen ein dringlicher Antrag Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Verständigung der Bundesebene zur Reform des § 219a Strafgesetzbuch. Das ist Drucksache 20-125. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 27. Und wir können nach Top 19 zu diesem Thema aufrufen und abstimmen. Außerdem eingegangen Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE, ersatzlose Streichung des § 219a, Drucksache 20-126. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 28, und er kann ebenfalls nach Top 19 aufgerufen werden zur Abstimmung.